Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Wing Commander 4 Confet Choice. Ja, beim letzten Mal haben wir uns gegen Captain Eisen entschieden, der miese Verräter und Maniac, der Mistkerl und Vagabond, die alle nichts weiter im Sinn haben, als die Konföderation zu verraten, und wir gucken mal, was Captain Paulson heute für einen Auftrag für uns hat. Dies sind schwierige Zeiten, Karl. Es gibt nichts, was mich mehr in Rage bringen kann als ein Verräter. Captain Eisen hat seine Flucht zu den Grenzwäldlern offensichtlich gut vorbereitet. Er und Major Marshall spielen Katz und Maus mit uns. Aber früher oder später werden wir die beiden finden. Dieses Raumschiff kann das System nicht verlassen. Deshalb werden sie diese Navigationspunkte abfliegen. Abmarsch. Caesar ist durch und durch in unserem Part. Naja, gut, gucken wir mal. Gut, nehmen wir den Longbow, voller Satz Imrex. Wingman, wen nehmen wir mit? Können wir Caesar mitnehmen? Nee, können wir nicht. Ich suche einen bestimmten. Okay, haben wir ja noch nicht. Ist egal. Dann nehmen wir mal Cat Scratch. Why Cat Scratch? Weiß ich nicht. Ja, ist auch egal. Ich sichere das mal kurz und wir sehen uns gleich wieder. Ja, ist egal. Ich nehme Cat Scratch mit und wir gucken mal, was passiert. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, woran es ist. Los geht's. Lock. Und Rakete raus. Boom! So, jetzt uns hat das Ace. Okay. Und dieses Ace. Na, hat er den gedroppt? Ja, hat er. Jo, dann nochmal Cat Scratch. Guck, ob du den erwischt. Na komm schon. Boom. Oh, mehr Pirates. Okay. Na dann, geh mal drauf los, Cat Scratch. Na komm, 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 komm. Und boom. So, komm, der ist der nächste. Die kriege ich auch noch. Ah, komm schon. So, und der nächste. Na komm. Komm her, komm. Boom. Und den letzten. Na komm. Weil ich's kann. Puh. Und los geht's. Nächste Zone. Jetzt wollen wir den Verräter mal zeigen, wo der Hammer hängt. Feindgesichtet, Sir. Lösen und feuern. Los geht's, Karl. Wie viele sind es denn? Zwei? Na, man greift einen Longbow aber nicht von vorne an, ne? Der nächste, komm her. Ach, hier, was ist das? Sehr schön. Und weiter geht's.
die Feind gesichtet, Sir. Lösen und feuern. Los geht's, Colonel. So, da haben wir Avengers. Ja, da mussten wir uns den Weg gehen, Schnalltüte. So ein Versager, ey. So, der nächste Avenger. Ja, wie schön für dich, Cat Crash. Boom! Und der letzte. Sollte dann auch kein Problem mehr darstellen. Bam! Headshot! Mission abgeschlossen. Jo, das war's. Eines unserer Geschwader wird das Ziel angreifen. Sie sollen sofort zurückkehren, so lautet der Befehl an Sie, Colonel. Wir haben die Fährte wieder aufgenommen. Wir werden diese Mistkerle erwischen. Okay, dann fliegen wir mal zurück zur Lexington. Mission erfolgreich. Kommunikation, Lexington, Landeerlaubnis. Landeerlaubnis. Captain Paulson hat sich wieder positiv über Sie geäußert. Er bewundert Ihr Können. Sie dürfen landen. Sehr schön, dass Captain Paulson das tut. Naja. Aber vielleicht habt ihr es gemerkt, ich habe ein bisschen geschummelt, ich habe den Schwierigkeitsgrad runtergestellt. Weil diese Confed-Choice-Missionen sind schon nicht ganz ohne und im Endeffekt geht es primär um die Story. So. Gucken wir uns mal um auf dem Schiff. Wir haben zwei Gespräche hier und eins in der Kommandozentrale. Gehen wir erstmal die beiden im Briefing-Room an. Das ist Cat Scratch und da ist Captain Paulson. Wir reden erst mit Cat Scratch. Das musst du dir mal vorstellen. Er hat tatsächlich gesagt, dass ich... Erstaunlich. Hier gehen ja mehr Leute ein und aus als in einem Großflughafen. Sind Sie schon mal mit einem von Ihnen geflogen? Kennen Sie Ihre Akten? Ich kenne die Männer alle nicht. Grenzfeldler sind keine dabei, das weiß ich sicher. Tja, das habe ich auch nicht erwartet. Der Mann, der auf dem Flugdeck war. Caesar heißt er. Was ist mit ihm? Er hat jetzt Captain Eisens Kabine. Was? So ein arrogantes Schwein. Alles geht den Bach runter. Wer? Kennst du mich oder der? So ein arrogantes Schwein. Ha! Ich meine, Eisen. Vielleicht Nerven. Eisen ist zwar ein Verräter. Er ist was Besseres als wir anderen. Aber trotzdem, Caesar ist nicht der Captain. Eigentlich müsste Captain Paulson in die Kabine haben. Frechheit. Ha! Unfassbar. Das ist ja die Kabine des Captains. Na gut. Gehen wir da mal hin, mal gucken, ob Caesar zu Hause ist. Tatsächlich. Ja, herein. Colonel? Spionieren Sie jetzt selbst ein bisschen? Captain Eisen hat sich vieler Dinge schuldig gemacht. Unter anderem hat er Daten gestohlen. Ich versuche alles, um den Schaden möglichst klein zu halten. Aber es ist ziemlich schwierig, hinter all die Schäden zu kommen, die dieser Verräter verursacht hat. Nennen Sie ihn nicht Verräter. Ich bin mir sicher, dass Captain Eisen Gründe für seine Handlungsweise hatte. Eisen war schwach. Für die Konföderation ist es besser, dass er fort ist. Das sehe ich ganz anders. Hören Sie... Wir sind uns schon einmal begegnet. Erinnern Sie sich? Natürlich, Colonel. Ich kann nicht behaupten, dass mich Ihr Benehmen beeindruckt hat. Ah, Sie meinen auf Nephil. Das war Gesindel. Die Nähe zu den Grenzwelten hat mich gezwungen, das Problem so zu lösen. Der eine Typ. Ich hätte ihn töten müssen. Wie können Sie es wagen, so zu reden? Was soll das? Wir sind Herren über Leben und Tod. Wer im Cockpit sitzt, der bestimmt. Jedes Lebewesen in der Galaxis wird ständig von den anderen eingeschätzt und beurteilt. Die Starken, die Erfolgreichen, bestehen diesen Test problemlos. Wir werden jeden Tag erneut getestet. Jeder von uns. Was für ein Mistkerl.
Gut. Whatever, jetzt können wir nicht mehr mit Captain Paulson reden. Sehr blöd. Das bedeutet de facto, ich werde mal kurz speichern, das Spiel neu laden dann, die Mission noch einmal fliegen und dann nochmal das Gespräch mit Captain Paulson nachreichen. Augenblick mal eben. So, jetzt noch eben das Gespräch mit Captain Paulson, wie versprochen. Ah, Colonel. Gute Neuigkeiten. Während der letzten Mission hat eines unserer Geschwader einen der Verräter neutralisiert. Und wen? Irgendeinen Piloten. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ich genieße es, mich unter meine Mannschaft zu mischen. Für einen Captain ist die Isolation ein nicht zu unterschätzender Feind. Sie haben Ihre Flügelmänner und leben in der Gemeinschaft der Pilotenkollegen. Aber ein Captain? Ich bin mir sicher, dass sich Captain Eisen zu sehr isoliert hatte. Wahrscheinlich hat das zu seinen verräterischen Taten geführt. Seine Handlungsweise ist mir immer noch ein Rätsel, Sir. Ach, ich verstehe es genauso wenig, Colonel. Ein Mann wie er, der so eine Karriere gemacht hat, wirft doch nicht einfach alles über Bord. Wegen einer Horde von Untermenschen. Sir? Ich meine die Grenzfeldler. Die meisten von ihnen sind doch Barbaren. Sie ticken nicht ganz richtig. Sie haben den Kerath die Zuflucht gewährt. Aber das wundert mich nicht. Sie sind Halunken, Privateers. Der Stammbaum dieser Menschen ist nicht reinrassig, wissen Sie? Bei Hunden ist ein Stammbaum wichtig. Nicht bei Menschen, soviel ich weiß. Ich wollte nur darauf hinaus, dass uns der Frieden verweichlicht. Sie wissen doch, was ich meine. Aber die neuen Männer, die wir jetzt haben, sind das nicht. Nehmen Sie nur mal Seether. Der Pilot der Kommandozentrale? Ja. Das ist eine neue Züchtung. Wenn wir wieder einmal einen galaktischen Krieg führen, dann sind Männer wie ihr mehr wert als Gold. Sie haben Durchhaltevermögen und sind gnadenlos. Der Feind wird niedergemäht. Wieso erwähnten Sie die Ehre nicht, Captain? Das war ein Versehen. Die Ehre ist auch wichtig. Schon merkwürdig. So, egal, jetzt nochmal kurz den Dialog mit Cat das Scratch. Musst du dir mal vorstellen, ja? Alles geht den Bach runter. So, zack, dann das Ding mit Caesar. Und das war's und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder ist. Let's play Wing Commander 4, bis dann.